Hallo und guten Abend von der Mittermeierstuben. Wie ist eure Welt? Was für ein Tag. Es ist unglaublich viel Veränderung gerade in der Luft. Und wir haben gerade jetzt den zweiten Tag von der pragmatischen Psychologie, den wir dieses Wochenende haben. Und zwar dieses Mal ist auf Englisch. Und das Tolle dran ist, dass der mit Menschen aus den verschiedensten Ländern ist, was ich immer unglaublich spannend finde, weil du kriegst so die verschiedenen Kulturen mit und jede Kultur hat so die verschiedensten Ansichten, die sie mitbringen. So, wir haben Leute aus Indien, wir haben Leute aus den arabischen Ländern, wir haben Leute aus verschiedenen Ländern von Europa, Frankreich, Niederlanden, Schweiz, Italien, also verschiedene Länder einfach dabei. Und es ist total spannend, weil die Leute, die dabei sind, haben auch ganz unterschiedliche Berufe und wollen einfach wissen, was sie drauf haben, Veränderungen zu facilitieren. Und die meisten von denen haben irgendwas, ja, eben irgendeinen Hintergrund schon, einen Background an Erfahrung oder an, wie sagt man, sorry, ich habe den ganzen Tag Englisch gesprochen, jetzt muss ich mich schnell umstellen. Haben irgendwelche Erfahrungen oder irgendwelche, wie sagt man, Modalitäten gelernt und vergleichen sich oft damit. Ja? Also, was hast du in deinem Rucksack an Erfahrungen, an Dingen, die du gelernt hast, mit denen du dich ständig vergleichst oder mit denen du die Situationen, in denen du bist, vergleichst. Und das merkt man ganz oft, weil heute haben wir zum Beispiel geübt, facilitieren aneinander. Und die Leute merken ganz oft, wie sie, anstatt präsent zu sein mit dem Klienten, mit dem sie gerade sprechen, ganz oft in den Kopf gehen und vergleichen mit, was soll ich hier fragen? Gibt es hier die richtige, was ist die richtige Frage hier oder was ist das richtige Tool hier? Und vergleichen sich mit dem, was sie meinen, was richtig ist oder dem, was sie vorher gelernt haben. Und die Herausforderung ist hier, vollkommen präsent zu sein mit der Person, mit der man gerade Veränderung kreiert, mit deinem Klienten. Und das ist so eine Übung, überhaupt präsent zu sein. Weil wie viel von deinem Leben, wie oft bist du gar nicht wirklich präsent? Wie oft checkst du aus, bist irgendwo anders, bist vielleicht im Kopf oder denkst schon wieder an, was sollst du als nächstes tun? Oder was denken die Leute von dir? So wie oft bist du gar nicht wirklich präsent in deiner Welt? Und überall dort, wo man nicht präsent ist und auscheckt, nimmt man sich die Möglichkeit weg, wirklich Veränderung zu kreieren, zu facilitieren, zu erleichtern für sich und für andere Menschen. So, oft, wenn Menschen irgendwelche Probleme haben oder Schwierigkeiten oder wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, wie oft kommt das davon, dass du einfach auscheckst und nicht präsent bist? Ja, so zum Beispiel Geld. Nehmen wir mal das Thema Geld her. Ja, also kannst du es mit jedem Lebensbereich machen, aber zum Beispiel das Thema Geld. Wenn du meinst, Schwierigkeiten zu haben mit Geld, wie sehr ist es ein Thema, das du versuchst zu vermeiden, dich abzugrenzen davon und nicht präsent zu sein? So oft kommen Probleme gerade davon, dass man nicht präsent ist. Und in dem Moment, wo man sich wieder erlaubt, präsent zu sein, dann ist man wieder da. Man kann wieder Fragen stellen und man ist gegenwärtig präsent genug, um wieder neue Möglichkeiten zu hören und empfangen zu können. So, wie viele von euch wie sehr hast du dich entschlossen, dass wenn du präsent bist, wenn du wirklich voll da bist mit dir und deinem Körper, dass das zu anstrengend ist? Oder was hast du dich entschlossen, was es für dich kreieren würde, wenn du die ganze Zeit, wenn du voll da bist, voll präsent bist? Die meisten Menschen haben da unglaublich viele Ansichten an, oh, das wird mir zu viel, da werde ich überwältigt oder das halte ich nicht aus und es ist einfach too much. So alles, was das ist, alles, was du entschlossen hast, was es bedeutet, präsent zu sein, gegenwärtig zu sein, wirst du das bitte mal Gottillionen zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and girls. Du strahlst so schön, Dankeschön. Ich bin einfach total happy. Das war so ein, ich liebe diese Arbeit. Ich liebe diese pragmatischen Psychologiekurse und zu sehen, wie Menschen
strahlend nach dem Kurs sagen, wow, ich wusste nicht, wie viel ich drauf habe in Veränderung facilitieren. Also zu sehen, wie Menschen draufkommen, was sie selber drauf haben, ist für mich das Allergrößte. I love it. Es macht mich so happy, wo Menschen sagen, oh, ich muss mich nicht mehr vergleichen mit dem, was ich vorher gemacht habe. Oder ich muss es nicht mehr perfekt hinkriegen. Ich muss gar nichts mehr. Ich kann entdecken, wie ich mit dem, was ich bin, Veränderung kreiere, mit dem, was ich bin, in die Welt bringe, ist für mich so was Wunderschönes. I love it. Ich liebe diese Arbeit. Und eben auch da zu schauen, wo könntest du mehr dein Sein aufdrehen? Wo könntest du dir erlauben, mehr präsent zu sein mit dir, mit der Situation, mit allen um dich herum? Eines der größten Quellen von Schwierigkeiten, also dort, wo es schwierig wird im Leben, dort, wo man Probleme kreiert, ist eben dort, wo man sich blind macht, wo man nicht genau hinschauen möchte, wo man etwas vermeidet. Ja, so, was du machen kannst, ist einfach dir bewusst zu werden, wenn etwas nicht klappt, ja, wenn etwas nicht flutscht und funktioniert, dann könntest du dich fragen, was vermeide ich hier? Ja, was vermeide ich hier? Und alles, was das ist, das zerstören und kreiere ich jetzt. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, and girls. Und wie sehr vermeidet ihr, wie sehr vermeidet ihr euer Anderssein? So frag dich mal, Wahrheit, wie sehr vermeide ich mein Anderssein? Holy Camoli. Alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Ugh. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and girls. Muss mich nicht gescheiter hinsetzen. So, wie sehr vermeidest du dein Anderssein? So, wenn du die Frage stellst, okay, jetzt üben wir mal, das ist Präsentsein, von dem wir gerade gesprochen haben. Und Präsentsein heißt einfach nur Aufmerksamkeit, Dasein. Also Präsentsein heißt nicht, ich bin jetzt total präsent. Das ist ein bisschen creepy, ja. Präsent sein ist einfach total entspannt. Ich bin jetzt einfach da. Okay, so. Sei mal mit der Frage voll präsent. Wahrheit, wie sehr vermeidest du dein Anderssein? Okay, bleib mal kurz, spür mal kurz nach. Okay, so alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, meons. Hallo Petra. Okay, so, wenn du diese Fragen stellst, okay, wow, in welchem Ausmaß vermeide ich mein Anderssein, dann bleib mal kurz präsent mit der Frage, um dir das einfach bewusst zu machen. Vielleicht spürst du was, vielleicht nimmst du was im Körper wahr, vielleicht merkst du irgendwo, wo du dich zusammenziehst, wo eine Verspannung ist, ja, so. Noch einmal, wie sehr vermeidest du dein Anderssein? Und alles, was das ist, wirst du das bitte mal Gottillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and yons. Okay, so, und noch nächste Frage. Wahrheit, wie sehr vermeidest du die Freude und Leichtigkeit, die du wirklich bist? Ups, und alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and yons. Das ist eine Frage, die ich echt höchst, höchst, höchst empfehle, dass du die dir selber stellst und nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, weil die meisten von uns, auch wenn wir diese Arbeit schon lang gemacht haben oder diese Tools schon lang verwendet haben, oft erlaubt man sich Leichtigkeit bis zu einem gewissen Niveau. Nur, hallo, was ist darüber hinaus noch alles möglich? Ja, was könntest du noch alles an Leichtigkeit wählen? Und klar, das würde dich dann noch mehr anders machen als andere. Nur, was für ein Beitrag wäre das? Was für eine Inspiration wäre das? Und bist du willig, so anders zu sein und auch vielleicht sogar entdeckt zu werden für dein Anderssein? Ja, so überall, wo du dein Anderssein so einschränkst, damit du nicht gefunden werden kannst und sicherstellst, dass du nicht bewertet werden kannst, alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and yarns. So,
diese Frage, wie anders bin ich bereit zu sein und wie viel Leichtigkeit könnte ich mir noch erlauben? Wow, und wie viel Leichtigkeit könnte ich mir noch erlauben und wie viel Leichtigkeit und Freude könnte ich mir noch erlauben? Ja, die meisten Humanoids, die meisten Menschen, die anders sind, sind irgendwann einmal angeklagt worden oder beschuldigt worden. Du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Bei dir ist es ja immer so leicht oder du machst es dir ja immer so leicht. Ja, wie viele von euch sind bewertet worden, dass ihr es euch zu leicht macht oder dass ihr nicht wisst, wovon ihr sprecht, weil es ja immer so leicht macht oder irgendwas Negatives mit dieser Leichtigkeit. Ja, und überall, wo ihr diese Bewertungen abgekauft habt und damit eure Leichtigkeit runtergedreht habt, anstatt aufgedreht, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ja, jetzt ist die Zeit, dich aufzudrehen, aber mehr denn je zuvor. Und dein Licht aufzudrehen. Ja, und vielleicht sogar, lass uns noch was dazufügen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel. Ich versuche das immer recht kurz zu halten, diese Facebook-Lives, aber lass uns noch ein Element dazufügen, nämlich würdest du vielleicht so weit gehen, dass du sogar deine Dankbarkeit dir gegenüber raufschraubst? Okay, so gib dir mal kurz einen kleinen Download von, okay, ich stelle jetzt mal die Frage und spür mal rein, okay? So Wahrheit, wie anders bist du, dass du noch nie irgendwie anerkannt hast? Okay, spür mal kurz rein. Okay, so würdest du dir jetzt erlauben, auch eine Dankbarkeit zu erlauben für dieses Anderssein. Okay, so alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and yarns. Dankbarkeit ist eine mega Superpower. Und dein Anderssein anzuerkennen und dann noch Dankbarkeit für überall, wo du anders bist, dazuzufügen, verändert jede Begrenzung zu Gold. Ja, jede Begrenzung zu Gold. Zum Beispiel heute habe ich eine Teilnehmerin gehabt, bei diesem pragmatischen Praktikerkurs, den ich jetzt gerade habe, dieses Wochenende. Und die ist aus Indien. Und sie hat gemeint, wir haben den zweiten Tag heute gehabt und beim ersten Tag hat sie erzählt, heute beim zweiten Tag hat sie erzählt, den ganzen ersten Tag wollte sie eine Frage stellen und hat sich irgendwie nicht getraut. Und sie hat gesagt, über sich selbst, ich bin so schüchtern und ich war immer schon so schüchtern und das fühlt sich immer so an, sowas so schlecht an und ich traue mich nicht und ich habe jetzt all meinen Mut zusammengenommen und stelle jetzt diese Frage, was ist möglich mit meinem Schüchternsein, ja? Und diese Frau war schon total überzeugt davon, dass dieses Schüchternsein absolut was Schlechtes sein muss, das muss was Negatives sein, das muss ein Handicap sein und also ganz viele fixe Ansichten, Bewertungen und so weiter. Und in dem Gespräch ist sie dann draufgekommen, wart mal, wie dankbar kann ich sein? Lustig, und während ich drüber spreche, galoppiert eine Katze wie verrückt durch den Garten hier. So lustig. So, und dann haben wir eben diese Dankbarkeit eingeschaltet, ja. Also mal dieses Schüchternsein als nicht als Begrenzung zu sehen, sondern als Möglichkeit. Und ich habe sie gefragt, okay, so wenn du Dankbarkeit hättest für dieses Schüchternsein, was würdest du wahrnehmen? Wie würdest du das betrachten? Und sie sagt, und dann haben wir noch ein paar andere Fragen gestellt und nach einiger Zeit sagt sie, wow, das ist ja wirklich eine tolle Möglichkeit. Schüchternsein ist ja gar nichts Schlechtes. Das ist ja eigentlich irgendwo auch ein Zugang, eine Möglichkeit. Ja, weil schüchterne Menschen haben unglaublich viel Power. Ja, wo man irgendwo auf einem, bei einem Fest ist oder am Abendessen irgendwo mit einer Runde zusammensitzt und die Person, die schüchtern ist und nichts sagt, die ist oft die interessanteste, weil sich jeder wundert, wieso sagt die nichts? Was hält sie von uns?
Mag sie uns? Mag sie uns nicht? Findet sie das blöd, was wir sagen? Findet sie es gut, was wir sagen? Also schüchterne Menschen haben eine unglaubliche Power und bringen unglaublich viele Menschen in Frage. Ja? Und sie, wow, okay, so habe ich das noch nie gesehen. So für sie war dann diese, das, was vor ein paar Minuten noch eine Begrenzung war, mit dieser Dankbarkeit wurde das zu Gold. Es wurde zu einer Ressource, zu einer Möglichkeit. Und Dankbarkeit verändert, ja. Dankbarkeit ist eine Superpower, die wir sprechen oft drüber, aber selten, dass man das wirklich praktisch appliziert, also anwendet. Ja, so alles, was das nicht erlaubt für dich, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys, me on. So wäre es, wenn du deine Dankbarkeit für alles ausbreitest. Für alles, ja. Weil dann kann jede Begrenzung zu Gold werden. Und das ist für mich pragmatisch sein. Das bedeutet, das zu tun, was funktioniert. Pragmatisch ist dort, wo alles, was wie eine Begrenzung, eine Limitierung wirkt, zu etwas wird, das eine Möglichkeit ist. Und das ist das, was ich als Zukunft sehe. Und auch ein ganz anderer Ansatz, so mit Menschen zu arbeiten. Ja? Und das üben wir in diesen pragmatischen Praktikerkursen, wo wir einfach sehen, okay, wie können wir das für uns und für andere facilitieren? Wie können wir das anderen erleichtern? Und ich freue mich, auch dieses Strahlen, von dem ihr geschrieben habt, da, ich freue mich so auf dieses neue Paradigma, weil das ist für mich die Zukunft. Dieses in Begrenzungen herumsuhlen, das ist so 80er, das ist so 80s, das ist so alt, das ist alte Realität, ja. Und kann man machen, wenn es einem Spaß macht, nur wenn man wirklich Veränderung kreieren möchte, dann ist es jetzt mehr denn je gefragt, wirklich mehr, wie sagt man, diligent, viel mehr, fällt mir das Wort nicht ein, viel, viel mehr Fragen zu stellen, einfach viel öfters Fragen stellen und viel, ja, alles zu hinterfragen, alles, was du einfach so hinnimmst an, so ist es, ich bin traurig, ich bin dies, ich bin das, das sind alles Antworten, die du einfach so hinnimmst, ohne Fragen zu stellen. Und was? Fleißig, danke. Und was, wenn du alles, danke, diligent ist fleißig, was, wenn du alles fleißigst hinterfragst? Ja, wie wär's, wenn du noch fleißiger wirst mit deinen Fragen? Weil wie fleißig bist du mit Begrenzungen? Ja, Begrenzungen real zu machen, ja, da bist du sicher super fleißig. Dinge kompliziert machen, wie fleißig bist du da? Nur könntest du vielleicht jetzt fleißiger sein? Ein komisches Wort, was? Fleißig. Könntest du dir erlauben, fleißiger zu sein mit Fragen stellen, alles zu hinterfragen, überall, wo du dir selbst eine Antwort fütterst und dich vollfüllst, deinen Space vollfüllst mit Antworten, würdest du das alles jetzt entleeren, einen Raum öffnen, wo du wirklich entdecken kannst, wer du bist und was du drauf hast. Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und dahin geht's, ja. Und das wollte ich mit euch teilen von diesem pragmatischen Praktikerkurs, den wir jetzt gerade haben. Morgen ist der dritte Tag auf Englisch. Wenn ihr sowas mal mitmachen wollt, den gibt's als nächstes online auf Deutsch. Du brauchst einen Foundation-Kurs dazu. Und ich freue mich immer riesig, da bei diesen Kursen entdecken zu können, gemeinsam mit den Leuten einfach ein neues Paradigma Veränderung zu facilitieren, zu kreieren. Egal, welche Berufssparte du hast, ja, ob du Coach bist oder Sozialarbeiter oder Lehrer oder Eltern oder Facilitator, wurscht, es geht darum, diese Tools zu nutzen, um Veränderung zu kreieren für dich und alle, die danach fragen, ob sie Access machen oder nicht. Ja, wir wollen diese Tools hinaus in die Welt bringen für alle. Und das sind diese pragmatischen, psychologie-pragmatischen Praktikerkurse, wo du Foundation brauchst. Und der nächste ist online auf Deutsch im 31. Juli bis 2.8. Und dann gibt's den ersten wieder live in Kärnten im September. Und ich werde die alle immer online zur Verfügung stellen. Also du kannst sämtliche Kurse in diese Richtung immer online mitmachen. Und oder eben, ja, eben live, wenn es wieder geht, und das wird dann wieder im September sein. Aber der nächste Online-Kurs ist 31. bis 7. bis 2.8., wo ich mich schon riesig freue. Und wie gesagt, du brauchst eine Foundation dazu. Und Foundations kann man nicht oft genug machen. Und den nächsten Foundation gibt schon kommendes Wochenende in Wien und online. Und ich muss sagen, ich habe, wenn du selber Kurse hältst, weißt du,
der Unterschied zwischen Online-Kursen halten und facilitieren und Live-Kursen ist, das ist ganz eine andere Qualität und es gibt hier kein richtig und kein falsch. So, wenn du selber Facilitator bist, dann merkst du vielleicht, oder wenn du selber Online-Kurse gegangen bist, die haben eine unglaubliche Intensität. Ja, es geht so direkt rein. Man hat so das Gefühl, dass wenn man in einem Kursraum sitzt, dann schaut man sich um und man schaut vielleicht die anderen Leute an, aber wenn man zu Hause sitzt, ist man so direkt voll dabei und das fährt voll ein. Ne? Und im Kursraum ist eben die andere Qualität, wenn man andere Menschen trifft und man hat sich halt physisch auch nah. Und ich muss sagen, ich finde beides toll. Es hat beides was und man muss selber wissen, was taugt mir, was trägt mir bei, was ist für mich am einfachsten, zu welcher Zeit. Was man braucht, um Facilitator zu werden, oder es ist eine ganze Liste an Sachen. Und es kommt darauf an, auch was du facilitieren möchtest. Das ist leichter, wenn man das mal so in einer Message schreibt, weil das weiß ich oft selber nicht auswendig. Und schau, was dir und deiner Zukunft beiträgt. Du weißt, was für dich funktioniert. Und eine Sache, die wir heute auch noch gesprochen haben, ist diese Willigkeit, in seine eigene Zukunft zu investieren. Zeitmäßig, auch, okay, so was möchte ich wählen, dass eine Investition in meine Zukunft ist? Ja, also mit wem möchtest du Zeit verbringen? Was trägt wirklich für deine Zukunft bei? Also wirklich mehr genau, also mehr bewusst Wahlen zu treffen, was kreiert wirklich mehr für mich? Zum Beispiel, wenn dich irgendwer anruft und dich 2 Stunden voll labert, labert ist Deutsch für voll spricht, weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch? Zutextet, genau. Dich dann fragst, okay, was kreiert das für mich und meine Zukunft? Und was könnte ich stattdessen wählen? Ne? Also wirklich, was könntest du wählen, das wirklich eine Investition ist in deine Zukunft? Und so eben auch mit Kursen, ja. Und Geld und Zeit ist selten wirklich das Thema, weil wenn du wirklich was möchtest, dann holst du es dir. Das weißt du über dich selbst, ja. Und das kann man echt anerkennen. Wenn man wirklich was will, dann holt man sich's. Und wenn nicht gleich, dann irgendwann später. Wenn man es nicht gleich möglich hat, Geld und zeitmäßig, ja, dann weiß man, okay, das prioritiere ich für irgendwann in der Zukunft. Aber ich kann euch echt empfehlen, wie wär's, wenn ihr Zeit und Geld nicht mehr als Rechtfertigung verwendet, nicht mehr das haben zu können und kreieren zu können, was ihr wirklich wollt. Das ist alte Welt. So überall, wo du dir immer noch den Luxus gibst, Zeit und Geld als Rechtfertigung zu nehmen, warum du nicht wählen kannst und warum du nicht alles haben kannst, was du gerne hättest. Alles, was das ist, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 9 shorts, boys and girls. Und wenn du nicht gleich die Zeit oder das Geld hast, projizier das nicht auf deine Zukunft. Ja, frag einfach danach, was sind die Möglichkeiten, dass ich so viel Zeit und so viel Geld kreiere, dass ich immer die Dinge machen kann, die mir Spaß haben und meine Zukunft kreieren. Frag einfach nach dem Space, frag nach dieser Möglichkeit. Erwarte nicht, dass das vielleicht morgen gleich kommt, aber erlaub dir, dich in diese Richtung zu bewegen. Ja, weil das war die alte Welt. Vielleicht möchtest du ab jetzt ein Leben kreieren, wo du nicht mehr Zeit oder Geld oder irgendwelche anderen Dinge als Grund verwendest, nicht mehr deine Zukunft kreieren zu können. Okay, so, ich habe Kokoswasser. Prost mit Kokoswasser auf diese Möglichkeit und auf unsere Zukunft und auf eine Zukunft, die unbegrenzt ist für dich und für uns, wo du dir alles kreieren kannst, so alles, was nicht erlaubt, dass du weißt, dass du dir alles verwirklichen kannst, wonach du fragst, egal wie lange es dauert, auch wenn es nicht gleich kommt. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen ungeduldig oder sehr ungeduldig. Alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 9 shots, boys and girls. So, Kokoswasser, Prost, Skål, das war Schwedisch, Cheers auf uns alle. Und ich freue mich auf euch, wo auch immer, wann auch immer, und dickes Bussi vom Mittermeier Wohnzimmer. Mua. Tschüss.